So, hier haben wir eine konvexe Ausbuchtung, dort wo der Stiel ist. Die Lamellen gehen nicht ganz bis zum Stiel, sondern da ist ein Zwischenraum. Hier haben wir einen verschiebbaren Ring, der ist verschiebbar. Wir haben zwei von diesen Ringen, von diesen Hautringen. Hier unten ist einer und hier oben ist einer. Und der Stiel ist genattert. Wenn wir das Fruchtfleisch verletzen, bisschen drücken, rötet es nicht. Damit haben wir also einen Parasolpilz.